Hallo meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2 Torna the Golden Country. Wir sind ja hier immer noch in der Königsstadt Auresco unterwegs und hier ist gerade echt die Hölle los. Malas ist nämlich in die Stadt eingefallen und seine Instrumente legen hier alles in Schutt und Asche. Ja, und wir selber haben uns ja auch noch hier mit Malas direkt angelegt. Irgendwo da hinten steht er ja rum und ja, wir müssen jetzt erstmal noch einen weiteren Versuch gegen ihn starten. Wir haben ja schon bereits im letzten Part gegen ihn gekämpft und leider übelst verkackt, weil er ja ein bisschen im Level überlegen ist. Aber jetzt sollten wir es hinbekommen. Jetzt sollten wir eigentlich hoffentlich ja besser sein. Ich hoffe es zumindest. Also einfach mal jetzt bloß nicht nachlassen. Ich werde einfach am besten immer so früh es geht Elemente raufhauen, bis ich mindestens 5 Stück habe und ich dann eigentlich ja vielleicht sogar mit einer kompletten Vernichtung ran kann. So, komm schon. So, und jetzt macht bloß hier keinen Scheiß. Wie zum Beispiel jetzt hier Laura mit ihrer halben HP, um irgendeinen komischen Skill zu aktivieren. Ich weiß echt nicht, was das immer jedes Mal soll. So. So, komm schon. Komm schon, Haze. Weißt du, kannst heilen, also tu es bitte auch. Ja. So, okay, das war ein bisschen zu früh. Okay, dann machen wir das mal so. Einfach Licht. Ja, gut. Ah, scheiße, nicht Monado Cyclone. Oh Gott. Ich dachte eigentlich echt schon, der Typ wäre eine Nervensäge, als wir ja in Xenoblade Chronicles 2 im Hauptspiel jetzt gegen ihn kämpfen mussten. Gut, das war Nummer 3. Au! Fuck! So, ich muss aufpassen. Wir dürfen uns nicht zu sehr treffen lassen. Und schon. Erstmal schnell heilen. Okay, fast geschafft. So, ich riskiere es jetzt einfach mal. So, ich habe 5 Elemente drauf. Also können wir mal loslegen. So, am besten würde ich mal sagen, ich fange zuerst mit dem Wasserelement an. Wenn wir gleich sogar schon gleich mal eine nächste Runde sichern. So, okay, also mache ich dann auch gleich Wind. So, und nochmal Feuer. So, weiter geht's. So, nächstes mache ich dann dunkel. Okay, als nächstes dann wieder Eis, damit der Windelement hier weg ist. Okay, als nächstes Wasser nochmal aufladen. So, und weiter geht's. Nächste Runde. So, gut. Mithra, du haust jetzt die nächste Dunkelelementkugel weg. So, das läuft. So, wen nehme ich jetzt? Laura. So, gut, haben wir das angehauen. Jetzt Aegeon. Ups, das war zu früh. So, geschafft. Fast geschafft. So, Minov, hau das Dunkelelement raus. So, das wär's. Full Break. So, und komplette Vernichtung, sehr gut. Ich hab's geschafft.
kriegen wir erstmal noch ordentliche Punkte rein. Yes! Na also, geht doch! Wieso nicht gleich so? Adam Origo, heir of Torna. Looks like that resonance isn't just for show. You're too kind. Golden eyes. I thought Tornans all had blue eyes. You're a bastard, is that it? My father is generous. He pays no attention to things like that. You're wrong. You don't understand the consequences. Don't I? And you don't understand what humans are. Malos, the all-knowing. A diligent student, you could say. Then learn this. Huh? Mithra! Heads up! Nice trick. Hold my interest, at least. Surprised? This is what humans and blades can do together. But you threw that away! I don't need that crap. Better off without it. Watch humans closely, and you'll learn one thing. Deep down, they wish they were dead. They kill each other like they swat flies, running towards oblivion like blind rats. They see the divine flame of life and piss over it. They're geniuses at that. In a class all of their own, really. Yes. Oh, that flame is wasted on them. So I want to give them a little push in the right direction. As the benevolent servant of our wise dad, sure. Here, keep yourselves entertained. I'll go get what I came for. Ja, und da dachte ich echt schon, ich hätte ihn jetzt gehabt, aber nee! Jetzt heißt es doch erstmal hier sich mit den Gargoyles kloppen. So, erstmal hier alle auf den hier rauf. So, wir müssen jetzt echt mal schaffen. Verdammt, das wird jetzt auf jeden Fall eine enge Sache. Schließlich habe ich ja jetzt gerade keine Truppenleiste mehr. Ah, na toll. Jin hat es gerade schon umgehauen. Ich habe befürchtet, dass sowas jetzt gleich kommt. Oh! Alter! Oh, okay, Mithra, du musst mal kurz... Oh, verdammt. Die hauen echt ganz schön übel brutal drauf. So, ich muss jetzt erstmal unbedingt schnell zu Jin hin. Komm schon. Auf den. Oh, verdammt. Das Schlimmste ist, wir haben es ja mit zwei von diesen Dingern zu tun. Das ist auch nicht gerade unbedingt hier so nett. Boah, es gibt's doch nicht. Jin, sag mal, was machst du da? Ich lass dich gleich liegen, wenn du so weitermachst. Das Problem ist nur, ich brauche Jin ja unbedingt. Beziehungsweise ich brauche unbedingt Haze.
Weil ohne Heilung hier geht gar nichts mehr. Okay, jetzt sollte es reichen. Hey, Hugo, mach keinen Scheiß. So, komm schon. Wäre mein Nächster nett, wenn ihr mal kurz wechseln könntet. Oh, es kann doch nicht wahr sein. Das aber, was für Attacken benutzen die eigentlich jedes Mal? Das ist echt ätzend. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Na gut, ich hoffe mal, die neuen Skills werden jetzt eigentlich hoffentlich ein bisschen besser funktionieren. Ja, gerade bei Minnow sollte ich echt mal unbedingt mal ein bisschen mehr Training machen. Hätte ich mir mal so über die Zeit dafür nehmen müssen. Oh, goddammit, das ist echt heftig. Na gut, weiter geht's. Wir müssen dann erstmal nochmal versuchen, hier durchzukommen. Alter Schwede, Mensch. Warum müssen wir eigentlich auch immer jedes Mal so eine starken Viecher hier ranschleppen? Wir sind ja jetzt sogar inzwischen Level 40 durch den Kampf gegen Malos. Einfach mal ganze 3 Stufen aufgestiegen. Auch wenn ich nicht so ganz kapiere, wie ich das überhaupt hinbekommen habe. Aber hey, was soll's? Ich beschwere mich erstmal nicht. Hauptsache Malos hat uns erstmal wieder einen ordentlichen Levelvorsprung gebracht. Und ich sag ja, Laura mit ihrer komischen Fähigkeit, erstmal ihre HP zu halbieren, das ist lästig. So, ich sollte auf jeden Fall erstmal versuchen, sie erstmal hier nicht mit Angriffen hier zu texten, keine Befehle zu geben. So, Bridget, du kommst erstmal hier hin. Oh Gott, was macht ihr da? So. So, Haste Stufe 2 Angriff ist wenigstens effektiv. So, komm schon, bring jetzt immer wenigstens eines von diesen Dingern mal bitte zum Schwanken. So, danke. Und jetzt umwerfen. Danke. Okay, jetzt bin ich dran. Bam! Schleudern und Mithra, jetzt bring's zu Ende. So, jetzt läuft's wenigstens. So, Kettenangriff ist sogar auch schon bereits bereit. Oh! Ups! Er klickt. Shit, jetzt habe ich nur 2 Leute da. Das ist nicht gut. Na gut. Mann! Alter, aber was für Angriffe benutzen die bloß jedes Mal? Das ist doch nicht normal. Boah, Alter, ich glaube, ich werde bekloppt. Okay, das war nicht so gut. Ah, Gott! Komm schon, einer muss wenigstens jetzt mal K.O. Ach gut, der ist weg. Oh Gott, meine Fresse, was zur Hölle steckt hier bloß an? Gut, okay. So, jetzt kann ich die beiden erstmal aufwecken. Oh, Alter, aber das war jetzt einfach echt ein bisschen krank. Kurz vor der Angriffskette haben die mir erstmal schön die ganze Nummer versaut. Und schon, wirf dir mal bitte einer um. Und schon. Was? Ey, aber was zur Hölle machen die da jedes Mal? Man kann nicht mal sehen, was für Attacken die benutzen. Okay, das ist jetzt nicht gut. Boah, nee, das ist doch nicht wahr. Ey, komm schon, sag mal, was ist mit diesen Dingern nicht richtig? Boah, das ist echt heftig.
Oh, jetzt darf ich sogar wieder beide nehmen. Ach Mann, das ist nervig. Ehrlich mal. Okay, funktioniert nicht. Anlocken kannst du knicken. Oh, ey. Ich sag ja, eigentlich ja gerade besonders immer Haze, wenn sie diesen komischen Angriff benutzt. Ich weiß nicht mal, was der soll. Und ich brauche unbedingt mal sowas wie einen Beta-Scanner. Wow! Oh. Gott. Was ist nur. Was ist denn falsch bei denen? Ich werd noch bekloppt. Oh, gut gemacht, Haze. Am besten bleibst du jetzt die ganze Zeit hier draußen und heilst jetzt nur noch. Ey! Schon. Muss Mithra einwechseln. Geht nicht anders. So, okay. Dreifach Hitzeschub. Okay, den sind wir los. Okay, und Level up. Wunderbar. Aber wenigstens kriegen wir auch ein bisschen Erfahrungspunkte bei denen. So, jetzt sollte es ja hoffentlich ja jetzt unter Kontrolle sein. Da kommt schon Adam. Lass mal Feuer. Au. So. Und schmettern. Yes. Gut, jetzt klappt's. So, Flächenbrand. Komm schon, Mithra. Du musst jetzt eigentlich ja schnell was machen. Alter! Ja, schon wieder diese Angriffe. Ich glaube es nicht. Mensch. Ja, holt mich mal einer bitte mal hier raus. So, und jetzt wechselt bloß aus. Laura, wechselt bloß aus, verdammt. So. So, jetzt muss man unbedingt was machen. Also Stufe 2 Angriff heilt, soweit ich weiß. Hoffe ich mal. Was? Sekunde mal, what? Adam. Yes, I know. Get on. We'll hunt him down. At once. Over there, Manos. Too slow. It's already mine. Manos. The looks on your faces. Well, that settles it. The end of the world is postponed a little, folks. If you want to take this off me, come find me in the Titan's core. That'll be the finale. Is this a game to you? Yeah, it's a game. An easy cure for the tedium of being. See you later, partner!
sorry. I let him escape. No, thank you. You saved us. You owe me one, then. It's been 80 years, hasn't it, Jin? You know me? You and Ornelia used to ride on my back. We used to have a lark flying about. Ornelia? From the photograph? And I suppose she's your driver now? My name's Laura. I've been with Jin for 17 years already. I never. You were fortunate to be picked up by her, Jin. Nuncle, we're just in the way here. Perhaps we should leave it to the soldiers and just go. Yes, let's do that. Shall we head for the Tornan Womb? Yes, I'd say we're bound to. The Tornan Womb? Perhaps I should go first. Please, go ahead. We will join you once we've made a report to the king. Ganz im Ernst, ich habe mich schon langsam gefragt, wann er uns endlich hier über den Weg fliegen wird. Tja, der gute alte Azurda, war ja eigentlich ja klar, dass wir den noch irgendwann mal treffen würden. Beziehungsweise, dass er sogar bekannt mit Adam ist. Aber dass er sogar schon Jin viel länger kennt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ja sehr interessant. Ja, auf jeden Fall gut, dass wir ihn ja endlich mal gesehen haben. Wie gesagt, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob wir ihn tatsächlich hier im DLC treffen werden. Und tatsächlich, er tauchte auf. Azurda ist tatsächlich hier gewesen. Ja, und wenn der jetzt schon wüsste, was da noch so auf ihn zukommt. Super, Mithra hat Schlüsselerfolg 5 gekriegt. Nicht? Erhöhe dein Ansehen, es zählen noch alle bisherigen Erhöhungen. Okay, und dafür muss ich erstmal alles machen. Alles, was an Ansehen möglich ist. Okay, das kann dauern. So, Bridget hat auch noch was Neues. So, wir haben sonst weiter nichts. Also da habe ich erstmal noch einiges vor mir. So, hier muss ich eigentlich ja nur öfter die Technik einsetzen und nochmal Managa riefen. Regenbogenstaub, Tretz Schlängel. Endzeitblitz. Siege Gegner, besiege einzigartige Gegner. Es müssen unterschiedliche sein, es zählen auch alle bisherigen. Ja gut, das kriegen wir hin. Ein paar einzigartige Gegner habe ich ja inzwischen schon besiegt. Und sogar auch unterschiedliche. Ja, das ist eigentlich deswegen kein Problem. So, besiege Gegner in einer Angriffskette. Ja, das muss ich nochmal einmal wiederholen. Da habe ich ja bisher nur ein einziges Mal die komplette Vernichtung geschafft. Und das war sogar bei Malos eben gerade. So, stelle sämtliche Items her, die Mithra anfertigen kann. Es zählen auch alle bisherigen. Ist klar. Jetzt mal, wir wollen wirklich alle hier vergiften oder was? Na gut, dann reden wir erstmal kurz mit dem Typen hier vorne. Der echt blöd, wie es hier gerade aussieht. Alles hier brennt hier sogar noch zum Teil. Ja, Malos macht echt keine halben Sachen. Das muss ich sagen. So, dann reden wir erstmal wieder mit Clemens und sagen dem König Bescheid. Prinz Adam, allein schon die Vorstellung des Siegels von Torna in den Händen der Aegis. Er war noch furchteinflößender als gedacht. Wie können wir uns mit etwas so Bösem messen? Ich könnte einfach nur tatenlos zusehen. Ich werde wohl den Rest meines Lebens bereuen, nichts getan zu haben, um diese Tragödie abzuwenden. Verzeihung, ihr seid sicher hier, um dem König Bericht zu erstatten und ich rede und rede. Ich werde euch nicht länger aufhalten. What good was your militia? They could not halt Malos, nor even safeguard the seal from his clutches. I have no excuses. Adam. Majesty, this is a deep dishonor. I beseech you to lay them low, that the people may have faith in government. Majesty! Brother, your advice is wise. Your Majesty. Please, wait a moment. Adam only sought to protect your realm. Silence! Is your voice more important than the king's?
But what of you, Zeta? What of me? Look first to yourself, I bid you. What do you mean? Surely, Adam sailed the ship into a rocky reef. But if he were the bow, you were the stern. Your Majesty, those are bitter words. It was Adam's vanguard that let slip Malos. Would our army have succeeded with certainty, brother? In the hour of need, where were they? We set the defense of the people as our highest goal, Your Majesty. Our soldiers guided the townsfolk to safety. While Adam's militia flew, though rashly, into the breach, and the brave dragoons of noble Hugo wagered their lives as mere trifles for our nation's sake. But I... It unfolded thus. If honor took its natural course, the sons of Torna should have stood their ground. Mark their honor above their frailty. You saw the battle with your own eyes, did you not, my brother? I did. And how did you think it? Words can scarcely describe it. It was unlike any mere human struggle. I fear I could not report it justly. Indeed, brother. Hmm? It was a fight beyond our ken. I, too, saw it with my own eyes. Our Tornan crafts of war would have been doubly doomed against Malos. That's... Is it not folly to assume that our army could do what Adam's could not? Your Majesty. Noble Hugo, my brother forgets grace and gratitude. Our nation hangs over doom like a ripened fruit. You and yours are our final ray of hope. Will you offer us aid again to avenge ourselves on the Aegis? We came with that very intention, Your Majesty, didn't we, Prince Adam? Yes. Majesty, if it must be so, I will expend my life for the future of the land of my forefathers. While we're here, your name is Laura, is it not? Me? Yes. Your work impressed me deeply. No, I... Yet you are no knight, bear no peerage. Yes. I'm from a settlement in the distant borderlands. I serve with a mercenary band. I knew you for a warrior. Good Laura, I would like to recognize your valiant labors. The title of Knight of the Realm, it is yours, if you would accept it. Me? A knight? Laura, my congratulations! I can hardly believe it. Me? Come now. A title is a mere decoration. Surely you learned that from me. I hope it will raise your spirits a little, Laura. Humble Laura, I have a request I must make of you. This day, the people of our nation shiver in the darkest of shadows cast by mighty Malos. But I bid that you seed a flower of hope in this shadow-mired land. I hope that I can. Your Majesty, I'll do my best. Well spoken, brave Laura. We shall anoint thee as Lady Laura tomorrow in the plaza before the palace. Kommt, wir sollten unser altes Onkelchen nicht länger warten lassen. Lasst uns aufbrechen. Ihr Mutterleib von Torna, sagte er. Das bedeutet wohl, wir müssen in den Bauch des Titanen, stimmt's? Wart's ab, du kannst gespannt sein.
Sag doch einfach ja oder nein. Es müsste sich jedenfalls um eine ziemlich große Höhle handeln, wenn sogar Azura hineinpasst. In der Tat. Geht man von hier aus zum Haupteingang und hält man dann nach links, gelangt man direkt zu einem hinteren Tor. Von dort aus sollte ein Weg hinab bis zum Eingang des Mutterleibs führen. Prima, dann lasst uns mal nach Azura suchen. Eine gute Idee. Bewohner mit gelbem Symbol über den Kopf musst du einfach nur ansprechen, um dein Ansehen zu steigern. Eine Mission musst du in diesem Fall nicht erfüllen. Wenn du im Ansehen-Menü eine Person mit so einem Symbol auswählst, kannst du übrigens Y drücken, damit ihre Position auf deinem Kompass erscheint. Okay, aufspüren im Ansehen-Menü. Also sowas hier zum Beispiel. Kriegen wir eigentlich auch hier erstmal so ansehen oder wie? Ja gut, dann habe ich mich eigentlich ja schon gefragt, also wie soll ich das eigentlich ja machen? Denn so viele Missionen würde es ja glaube ich ja nicht geben, wenn ich das Ansehen steigern müsste, nur damit ich ja jetzt hier Mithras Mädchengespräche einfach mal erhöhen kann. Ja gut, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Alles klar, gut, wir sollen uns jetzt also darum kümmern, Azura zu finden. Das wird kein Problem sein. Es soll eine Hülle sein, in die selbst er reinpasst für seine Größe. Ja. Ist ja jetzt klar, jetzt momentan ist er ja noch ausgewachsen und das wird auch für die nächsten 500 Jahre ja so bleiben. Bis er sich dann ja wieder, naja, irgendwann wieder ins Larvenstadium zurückverwandelt. Ja, was ja eigentlich ja Malas erstmal irgendwie ja über Adams Augen gesagt hat, dass eigentlich ja alle Bewohner von Torna eigentlich ja blaue Augen hätten, aber die von Adam ja golden sind. Ja, wer weiß, vielleicht stammt er ja tatsächlich von woanders. Und auch wenn ich mich jetzt ganz schön ziemlich weit damit aus dem Fenster lehne mit dieser kleinen Theorie. Wer weiß, vielleicht ist Adam ja eigentlich sogar deswegen ja auch ein sehr entfernter Vorfahre von Rex gewesen, weil Rex besitzt diese Augen ja eigentlich ja auch. Denn als Rex und Malas das erste Mal gegeneinander kämpften, sagte Malas ja sowas eigentlich in der Art, dass er bei diesen Augen hätte vorsichtig sein sollen. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt nur blanke Theorie. Es gibt ja keine Beweise dafür und bisher gab es ja auch noch nicht so irgendwelche Andeutungen darüber. Das ist jetzt einfach so wie gesagt nur meine Vermutung, vor allem weil ja Adam und Rex sich ja in gewisser Weise sehr ähnlich sind. Aber na gut, genug von dieser Theoriegequatsche. Ich würde mal sagen, ich werde mal den Part hier beenden. Also dann vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal von Let's Play Xenoblade Chronicles 2 Honor the Golden Country. Bis dann, Freunde, und tschüss!